bin Matthias Gaschel, mein Name Facharzt für psychosomatische Medizin. Ich leite eine Klinik in Geldern, Gelderland Klinik, und meine Direktorin für Pflege und Organisation, Frau Carla Berger, hat mich beauftragt, das hier zu sagen. Und da ich immer das mache, was man mir sagt, was übrigens auch das Geheimnis einer guten Ehe ist, hätten Sie nicht gedacht, dass es jetzt gleich mit Eheberatung losgeht? Ich übrigens selber auch nicht. Dann mache ich das. Und sie hat mich auch aufgetragen, dass ich Ihnen sagen soll, dass in unserer Klinik, die in katholischer Trägerschaft ist, dass wir einen Klinikseelsorger bei uns beschäftigen, was ich natürlich weiß. Aber ich soll das auch sagen hier, worauf ich nicht gekommen wäre. Und zwar möchte sie, dass ich hier sage, dass in unserer Klinik Psychotherapie und Seelsorge schon sozusagen seit Jahrzehnten Hand in Hand gehen und dass das bei uns in der Klinik gut funktioniert, was natürlich an dem Seelsorger liegt, den ich auch sehr in meinem Herzen trage und mit dem ich mich regelmäßig treffe. Und wir sind, wie ich schon sagte, in katholischer Trägerschaft, was bedeutet, dass wir, falls wir Gewinne erwirtschaften, müssen wir die nicht abgeben, sondern dürfen die reinvestieren. Und deswegen geht es in unserer Klinik noch einigermaßen gut zu. Und das ist ja auch was heute im Gesundheitssystem längst nicht mehr selbstverständlich ist, dass man in einer Klinik nicht unbedingt Gewinne ausschütten muss für irgendwelche Dritte, sondern dass das, was wir von den relativ niedrigen Tagessätzen in der Rehabilitation erwirtschaften, auch tatsächlich direkt wieder in die Klinik hineinstecken dürfen. Und das hängt auch wahrscheinlich, glaube ich, meine ich, mit der katholischen Trägerschaft zusammen. Und das wollte ich jetzt auch sagen. Ich hoffe, dass ich das für die Frau Carla Berger jetzt richtig gemacht habe. Ich weiß, dass es Filmaufnahmen gibt und ich werde das vorspielen als Beweis dafür, dass ich es gemacht habe. Sie hat mir das per WhatsApp geschrieben. Und dann habe ich ihr gesagt, auf jeder Folie steht es unten, Gelderland Klinik. 60 Folien, 60 mal Gelderland Klinik. Gut. Jetzt ist aber gut, jetzt wollen wir ernst werden, wenn das noch geht. Genau. Das sind die drei Schritte, die ich heute gerne mit Ihnen tun möchte. Mehr ist es nicht. Dafür haben wir jetzt eine Stunde ungefähr Zeit. Der Auftrag war ja letzten Endes, mich mit den möglichen Hintergründen von Denkvereinfachung auseinanderzusetzen, und ich dachte, dann wäre es in einem ersten Schritt erstmal gut, was überhaupt zu Denkvereinfachung zu sagen. Ich habe da eine kleine, relativ beliebige Systematik einfach mal entwickelt. Da geht es um Populismus, da geht es um Verschwörungstheorien, da geht es um Verschwörungen an sich und es geht um Fake News. Man hätte die Arten der Denkvereinfachung auch noch deutlich erweitern können mit Shitstorms und Hate Speeches und was es heute alles gibt, aber ich habe jetzt erstmal nur die vier genommen. In einem zweiten Schritt habe ich auch wiederum vier Möglichkeiten, versuche ich darzustellen, die uns erklären, was da passiert, wenn Denkvereinfachungen entstehen. Zwei von diesen Systematiken, die sind auch tatsächlich erforscht, die anderen zwei habe ich mir selber ausgedacht. Die teile ich mit Ihnen, wobei ich die zweiten zwei spannender finde als die ersten zwei. Und dann gibt es im dritten Schritt, und das soll eigentlich der Hauptteil sein, wie können wir aus Denkvereinfachung rauskommen, wie können wir Denkvereinfachung hinter uns lassen. Und da habe ich auch wiederum vier Methoden, vier Techniken, beziehungsweise vier Schulen, vier Handlungsmöglichkeiten aufgezählt, bei denen ich glaube, dass sie uns davor bewahren, in Denkvereinfachung hineinzugeraten, uns helfen, aus Denkvereinfachung rauszukommen. Und das möchte ich im dritten Teil vorstellen. Also 3x4 müssen Sie jetzt quasi aufpassen. Und zwischen Teil 1 und Teil 2 gibt es eine Hinführung. Also von Teil 1 zu Teil 2 gibt es eine Hinführung. Und von Teil 2 zu Teil 3 auch, aber das sage ich immer. Also wenn die Hinführung kommt, sage ich immer. Ja? Hinführung Teil 1 und Teil 2 ist, dass ich ein bisschen was sage zum Thema Wirklichkeitskonstruktion und ein kleines Experiment mache.
Hinführung von Teil 2 zu Teil 3 ist, dass ich die Konsistenztheorie von Klaus Grawe kurz zu erklären versuche, mit dem Ziel zu begründen, warum immer dann, wenn wir Konsistenz haben, also wenn unsere Basisbedürfnisse gut erfüllt sind, warum wir dadurch komplexer in der Lage sind zu denken und zu fühlen und zu handeln. Und das möchte ich dann beweisen mit diesen 4 Methoden, die ich dann im dritten Teil vorstelle. Und wenn die Zeit reicht und ich mich nicht verplapper, die Gefahr ist gegeben, wie ich schon merke, und ich mich nicht verplapper, dann haben wir sogar noch ein bisschen Bonusmaterial in Teil 3, weil dann würde ich diese Methoden gerne sogar ein bisschen erlebbar machen. Und Teil 4 soll ich auch mit berücksichtigen, nämlich dass es noch Fragen und Antworten gibt. Jetzt muss ich mich ranhalten. Also, mögliche Formen der Denkvereinfachung. Ich habe schon kurz gesagt, das sind die 4, die ich jetzt einfach mal rausgesucht habe. Wie gesagt, es ist nicht vollständig. Populismus, ich habe da eine ganz interessante Schrift gefunden von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und Populismus ist erstmal gar nicht so negativ konnotiert, wie ich bei dieser Gelegenheit herausgefunden habe, sondern es handelt sich im Grunde um eine demokratische Lebensform. Man versucht sozusagen, und das versuchen wir irgendwie alle für unsere Ideen, andere zu gewinnen und versuchen eine Sprache zu finden, dass das auch gelingt. Die Sprache kann ja vielleicht vereinfachen, aber dabei dürfen die Inhalte halt nicht draufgehen. Also Populismus ist ursprünglich, im ursprünglichen Sinne eigentlich eine, etwas Demokratisches, etwas Konstruktives. Meinungen mit anderen zu teilen und die für seine Meinung zu gewinnen. Hier noch eine nächste kurze Definition von einem Ernst Lackhaus, der jetzt schon in das Richtung Polarisieren geht. Er sagt, Populismus ist auch eine demokratische Kraft. Er unterscheidet zwischen liberalem Populismus und radikalem Populismus und sagt, der Radikale ist der, um den es eigentlich geht, nämlich der Konflikt. Der Streit gehört auch dazu, damit möglichst viele unter ein Dach kommen, damit möglichst viele Interessen auch gewährleistet sind, also umgesetzt werden. Und nur der Streit, sozusagen der Konflikt, und ich vermute, er meint den konstruktiven Konflikt, ist der, der in der Lage ist, Gegebenheiten zu verändern. Und jetzt kommen wir zu der Definition, die wir eigentlich alle so haben. Populismus im Grunde, dass charismatische Führungspersönlichkeiten alles Mögliche dafür tun, Aufmerksamkeit zu bekommen, auch unter Umständen dabei gegen Regeln verstoßen und unter Umständen auch unseriös sind. Und es geht primär darum, einfach Aufmerksamkeit zu kriegen, und es geht immer weniger um Inhalte. Es geht mehr dann um Klientelismus, es geht mehr darum, seine eigenen Dinge durchzuziehen, und im Grunde geht es um etwas Demagogisches. Beispiele dafür sind auf dieser Welt zurzeit viel zu sehen. Und bei dem Populismus in der letzten Definition, die ich gerade gebracht habe, da geht es immer auch schon um Polarisation, Polarisieren. Es geht immer darum, dass es einen homogenen guten, einen homogenen weniger guten Teil gibt und dass wir dadurch die Welt in Schwarz und Weiß einteilen, die einen nur gut, die anderen nur schlecht. Und wir wissen alle, dass das mit der Realität oft nicht übereinstimmt. So viel erstmal zum Thema Populismus. Und das genaue Gegenteil davon ist Pluralismus. Und gestern Abend in dem schönen Vortrag wurde Integration genannt. Pluralismus klang auch schon so ein bisschen bei der zweiten Definition an, nämlich unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Gruppierungen finden zusammen, und die Andersartigkeit, die Fremdheit des anderen verstehe ich nicht als etwas, was mich beeinträchtigt oder was mich bedroht, sondern ich verstehe Andersartigkeit und Fremdheit als etwas, was mich ergänzt. Und wir werden nicht drum herum kommen, Pluralismus immer mehr zu entwickeln. Und ich denke auch, dass wir hier in Deutschland auf einem relativ guten Weg sind. Wenn man nur allein schaut, wie viele Politiker heute Migrationshintergrund haben, die wir im Fernsehen sehen und die in unserem Land Verantwortung übernehmen, meine ich eigentlich, dass wir insgesamt zumindest hier bei uns auf einem relativ guten Weg sind, ungeachtet all dessen, was auch bei dem Thema der Integration natürlich auch arg im Argen ist. Kommen wir zu Punkt 1, 2, Verschwörungstheorien. Ich habe hier mal 2 aufgelistet, die sind Ihnen auch bekannt. Manche sagen, dass es Corona gar nicht gibt, sondern dass das eher etwas ist, was dazu führen soll, sowas wie Diktaturen einzurichten. Und dann diese unglückselige QAnon-Bewegung, die im Jahr 2016 übrigens als Fake News um den damaligen
dann später gewählten Präsidenten vor Joe Biden ins Amt zu bringen, dass einfach diffamierende und entwertende Dinge gesagt wurden, die sich selbstständig gemacht haben, weil es unendlich viele Leute gab, die das dann geglaubt haben, diese QAnon-Verschwörungstheorie. Ich will das gar nicht im Einzelnen auflisten, weil ich gar nicht möchte, dass wir der Faszination dieser Dinge erliegen. Ich will es nur als Beispiel ganz kurz hier an der Leinwand haben. Und was sind Verschwörungstheorien? Das sind offenbar Menschen, die darauf ansprechen, die glauben, dass das, was gerade passiert, nicht per Zufall passiert, dass es eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit gibt und dass es irgendwelche Gruppierungen gibt, meistens Gruppierungen, Institutionen, die das sozusagen initiieren, gestalten, heimlich gestalten und dass nur diejenigen, das sozusagen, die das sehen, diejenigen sind, die wirklich die Realität richtig wahrnehmen. Und das verbindet die auch miteinander. Ja. Es gab einmal suspekt und so korrupt und so bizarr auch manchmal die Konstruktionen sind. Es gibt immer irgendjemand, der das unter Umständen glaubt oder Gruppierungen, die sich dann zusammentun und daraus dann eine Verschwörungstheorie machen, einen Verschwörungswahn zum Beispiel. Könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht ist das auch schon sogar eine Form von Psychose. Die Überbetonung von Heimlichkeit, Verkettung, Intentionalismus. VerschwörungstheoretikerInnen stellen gerne die Frage, wem nützt es? Und auf diese Art und Weise suchen sie nach den Schuldigen und klammern dabei alle diejenigen Aspekte und Beweise aus, die dem zuwidersprechen und beziehen alle diejenigen ein, die dem sozusagen entsprechen. Und dadurch fühlen sie sich in ihrer Theorie bestätigt. Davon unterscheiden wir reale Verschwörungen, das sind diese heftigen Dinge mit dem Herrn Nawalny, hatten wir das kürzlich, der Gott sei Dank die Attentate überlebt hat, die auf ihn ausgeübt wurden. Aber auch hier noch andere Verschwörungen, die angezettelt wurden, um Menschen zu töten. Und Verschwörungen gelingen oft nicht. Charles de Gaulle soll ungefähr 31 Attentate überlebt haben, weil Zufall und unbeabsichtigte Konsequenzen unter Umständen kommen und sozusagen das Thema dadurch unter Umständen vereitelt wird. Das unterscheidet es auch von Verschwörungstheorien, denn die Verschwörungstheoretiker beziehen keinen Zufall und keine nicht beabsichtigten Konsequenzen ein, sondern gehen ganz straight ihren Weg, ungeachtet von dem, was rechts und links am Wegesrand ist. Und davon abgegrenzt als viertes Fake News, ich kannte diesen Begriff vor 2016 nicht, ich kannte auch nicht den Begriff postfaktische Welt. Ich kann mich daran erinnern, dass Barack Obama gesagt hat, es gab mal eine Zeit, da haben wir auch miteinander gestritten als Politiker, aber wir hatten irgendwie noch so eine gemeinsame realistische Basis und die scheint in den letzten Jahren vollständig abhandengekommen zu sein. Menschen behaupten einfach das, was sie glauben, was jetzt angemessen ist. Am allerschlimmsten sieht man es gerade in Russland, wie 145 Millionen Menschen gerade belogen und betrogen werden. Fake News, falsche Lügen und Unwahrheiten werden in die Welt gesetzt und diejenigen, die anderes behaupten, die werden verfolgt. Und hier auch als Beispiel, dass aus einer Verschwörung, aus Fake News können Verschwörungstheorien werden. Diese QAnon-Bewegung ursprünglich intentional von Menschen um Donald Trump drumherum ins Leben gerufen oder übers Internet verbreitet, haben sich Gruppierungen gefunden, die das glauben. Und diese Geschichte von der Wahl, wir haben gestern darüber gehört, die gestohlen sei und viele, viele andere Dinge gehören auch in diesen Bereich von Fake News. Und wie kann man miteinander Beziehungen haben, wenn es keine gemeinsame Realität mehr gibt? Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen im Weiteren, nämlich wie wirklich ist die Wirklichkeit und wie wichtig ist es, dass wir Wirklichkeiten so miteinander teilen, dass unterschiedliche Wirklichkeiten miteinander verbunden werden können und verbunden sein können, wie wichtig es ist, sich auf gemeinsame Wirklichkeiten einigen zu können. Und dafür habe ich jetzt dieses kleine Experiment mit Ihnen. Ich teile mit Ihnen mal meine Wirklichkeit. Das ist ein schwarzer Raum. In dem schwarzen Raum ist ein schwarzer Elefant, wie Sie sehen können. Schwarze Menschen sind da drin und es brennt kein Licht. Können Sie sehen alle? Gut, jemand hat den Fuß vom Elefant in der Hand und sagt, ein Elefant ist wie eine Säule. Jemand hat den Rüssel in der Hand und sagt, ein Elefant ist wie ein Gartenschlauch. Jemand hat sich an das Horn vom Elefanten gehängt und sagt, ein Elefant ist spitz und nach oben konisch zulaufend. Jemand hat das Ohr vom Elefanten in der Hand und sagt, ein Elefant ist wie ein Rhabarberblatt.
Und jemand liegt oben auf dem Rücken des Elefanten und sagt, ein Elefant ist wie so ein großer, runder, großflächiger Ball. Und wie Sie sehen, haben alle recht und doch keiner. Das heißt, jeder hat seine eigene Perspektive und sein eigenes Segment von Wirklichkeit. Und Beziehung entsteht im Grunde erst dann, wenn wir bereit sind, die Wirklichkeiten, die andere haben, miteinander zu teilen. Entstehen im Grunde erst dann, wenn wir die Wirklichkeit des anderen als eine Bereicherung unserer eigenen erfahren und wenn uns die Wirklichkeit anderer so sehr interessiert wie die eigene und wenn wir dadurch sozusagen, dass uns die andere umfassend interessiert, unter Umständen tatsächlich eine Annäherung herstellen können an das, was Wirklichkeit vielleicht sein könnte. Die systemische Familientherapie hat sich mit dem Thema von Wirklichkeitskonstruktion auseinandergesetzt, Konstruktivismus, und sagt auch, dass wir Realitäten unseres Lebens oft nur auf dem Boden der Erfahrungen, die wir einstmals gemacht haben, und ich werde mich darauf noch später im Vortrag beziehen, auf Erfahrungen, die wir einstmals gemacht haben, dass wir sozusagen alles, was passiert, einbauen in den Erfahrungskontext unseres Lebens, im Hier und Jetzt sozusagen, das Hier und Jetzt einordnen in das sogenannte Dort und Damals. Und dass das natürlich auch zu Selektion führt, dass das natürlich dazu führt, dass ich selektiv wahrnehme, dass ich nur einen kleinen Teil der Realität wahrnehme. Und hilfreich ist es, wenn ich weiß, dass es Alternativen der Wahrnehmung gibt und ob das, was wir miteinander wahrnehmen, sich nachher in der Praxis bewährt. Damit hätten wir das erste Kapitel schon miteinander bewältigt. Und ich habe jetzt bloß vergessen, Sie hinzuweisen auf die Überleitung zum zweiten Kapitel. Das war nämlich das Thema mit der Wirklichkeit, aber ich habe es jetzt nachgeschoben. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Kapitel Motivationale und andere Hintergründe für Denkvereinfachung. Und hier die vier Unterpunkte, die ich diesem Kapitel zugeordnet habe. Wir neigen alle zur Denkvereinfachung. Und ich habe einen schönen Aufsatz gefunden, der das auch ein Stück weit begründet und auch ein Stück belegen kann. Und während der Vorbereitung zu dem Vortrag hat mir ein guter Freund einen Zeitungsartikel gegeben über diesen Dunning-Kruger-Effekt, von dem ich nicht wusste, dass es den gibt. Sehr spannend, ich werde es gleich darlegen, was das ist. Und dann kommen die beiden Hypothesen, die ich habe. Ich glaube, dass Denkvereinfachung letzten Endes Ausdruck dessen ist, dass etwas fehlt und dass Menschen eigentlich in Not sind. In einer aus den Fugen geratenen Welt, in einer Zeit, in der Komplexität immer mehr zunimmt, ist der Einzelne überfordert und ist verunsichert und zimmert sich sozusagen etwas zurecht. Das möchte ich ein Stück weit begründen in Punkt 2.3. Und dann Punkt 2.4, der uns dann auch schon fast zum dritten Kapitel hinführt, nämlich die Hypothese, dass unsicher gebundene Menschen eher dazu neigen könnten, Denkvereinfachungen zu realisieren, sich auf diesem Katalog im ersten Kapitel einzulassen, dass sie eher anfällig sind für Verschwörungstheorien oder für andere destruktive Ideen, die Realität zu gestalten. Fangen wir an mit dem ersten. Gesine Hofinger, eine Wissenschaftlerin, Psychologin auch, die sich mit Arbeitssystemen sehr stark auseinandergesetzt, vor allem auch mit Entscheidungsfindungsprozessen in Arbeitssystemen sehr stark auseinandergesetzt hat, die berichtet davon, dass vor allem in komplexen Entscheidungssituationen und wenn die auch noch unter Zeitdruck passieren, bei uns allen Menschen automatisch bestimmte Vereinfachungen, Komplexitätsreduktionen stattfinden. Und Sie werden das vielleicht von sich selber auch kennen, jeder kennt vielleicht diesen Satz, da war der Wunsch der Vater des Gedankens, das ist so der Satz, mit dem ich groß geworden bin. Also wenn man Dinge versucht, also ein Stückchen optimistischer sieht, als sie vielleicht tatsächlich sind, oder dass wir in komplexen Situationen unter Umständen nicht mehr ausreichend priorisieren, dass wir in komplexen, vor allem auch in spannungsgeladenen Situationen zwischen Wichtigem und Unwichtigem unter Umständen nicht mehr gut unterscheiden, dass wir eine grundsätzliche Tendenz zur Vereinfachung sowieso haben, denn Denken strengt an. Haben Sie gewusst, dass unser zentrales Nervensystem ca. 2% von unserem Körpergewicht ausmacht?
aber dass es ca. 20% der Energie braucht. Und so dass Denken, Fühlen, Handeln im Grunde auch durchaus was Anstrengendes sein kann. Und dass wir, wenn wir in komplexen Überforderungssituationen sind, auch, sie nennt das hypothesengerechte Informationssammlung betreiben, das kennen wir jetzt auch schon von den Verschwörungstheoretikern, dass wir nur die Informationen einbeziehen, die unseren Ideen quasi entgegenkommen und die dem entgegenstehen eben nicht. Und dann der Hang zu Übergeneralisieren, zu Verallgemeinerung. Der Dunning-Kruger-Effekt, der spricht offenbar ein Phänomen an, das zwei Herren 1999 entwickelt haben, Herr Dunning, Herr Kruger, Sozialpsychologen in den USA, die herausgefunden haben, dass es offenbar eine nicht ganz geringe Anzahl von Menschen gibt, die unter Umständen, jetzt muss ich versuchen, dass ich das jetzt nicht entwertend sage, die eher schlicht sind im Geiste. Jetzt befinde ich mich jetzt hier ja in einem christlichen Hause, für zumindest heute. Also selig sind, die geistig arm sind, vielleicht darf ich das auf diese Art sagen, die aber gleichzeitig sehr von sich selbst überzeugt sind. Wo man das ganz besonders sehen konnte, war natürlich in den 4 Jahren, in denen dieser Präsident in den USA tätig war. Man hat auch nachgewiesen, dass er einen sehr geringen Wortschatz hat, es nicht so ganz leicht hat, sich auszudrücken und dass er mit der größten Unverschämtheit Dinge behauptet, bei völliger Ahnungslosigkeit. Dann den Kruger-Effekt. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wird da von zweifacher Bürde gesprochen, nämlich, dass diese Leute auf der einen Seite dadurch ein Stückchen eingeschränkt sind, dass sie halt eingeschränkt sind, aber dass sie dann diese Einschränkung nicht mehr in einem Kontext betrachten können mit anderen Leuten, dass sie das nicht mehr sehen können, was der Unterschied ist, das wird dann doppelte Bürde genannt. Und man kann sich vorstellen, dass Menschen dieser Art unter Umständen auch anfällig sind für Polarisieren und für zum Beispiel Fake News oder für Verschwörungstheorien. Ich glaube auch manchmal, dass, werde ich später noch versuchen, ein bisschen zu belegen, dass zu der Fähigkeit, unsere komplexe Welt zu begreifen, dass dazu eine innere Befindlichkeit gehört, die dazu in der Lage ist. Und in einer aus den Fugen geratenen Welt, in der Basisbedürfnisse, zu denen ich später noch komme, immer mehr mit Füßen getreten werden, dass da tatsächlich auch, das würde ich jetzt einfach mal hypothetisieren, die Fähigkeit, komplex zu fühlen, komplex zu handeln, immer mehr verloren geht. Vor allem auch mit der Zerrüttung von Bindung und von Beziehung, dazu aber später mehr. So, dann Nummer 3. Hier habe ich eine schöne Studie gefunden von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hier geht es um die Idee, die Hypothese von mir, dass Unsicherheit dazu führt, sich auf Polarisierung eher einzulassen. Und in dieser Studie wurden immerhin 3250 Personen befragt, um herauszufinden, welcher Anteil dieser Personen ist relativ sicher, dass er Verschwörungstheorien und Polarisierung nicht unbedingt so arg glaubt und welcher Teil der Bevölkerung ist dafür eher anfällig. Und das ist spannend, wenn man sich die Ergebnisse betrachtet. Knapp 2/3 der Bevölkerung würden eher sagen, wenn Verschwörungstheorien kommen oder wenn ungünstige Formen von Polarisierung kommen, dass das nicht stimmt. Aber 1/3 der Gesamtbevölkerung ist durchaus anfällig und 11% von allen würden sogar mit großer Sicherheit Verschwörungstheorien glauben, vor allem dem, um die es hier geht. Ja. Und hier nochmal eine Zusammenfassung, wer das ist, der Verschwörungstheorien eher aufgeschlossen gegenüber ist. Und das sind eher die Alten und es sind eher die mit weniger Bildung und es sind eher die Migranten. Und wenn man sich diese 3 Gruppen betrachtet, stellen wir fest, dass es Menschen sind, die eher wenig Selbstwirksamkeitserleben haben. Also Menschen sind, die in dieser komplexen Welt unter Umständen mit all dem, was auf sie zukommt, überfordert sind und dass daraus so etwas wie eine Unsicherheit entsteht. Und meine Hypothese ist, dass Verschwörungstheorien oder Polarisierung, Denkvereinfachung letzten Endes nichts anderes ist, als der Versuch, wenn auch mal adaptiv, sozusagen sich wieder Struktur zu geben, sich wieder Halt
und Orientierung zu geben, sich im Grunde eine Realität selber zu zimmern, an die zu glauben, um dadurch wieder so ein Stückchen Sicherheit zu bekommen. Und wenn Sie sich erinnern an Aaron Antonovsky, Kohärenz, Sinn, Aaron Antonovsky, ein amerikanischer Soziologe, der mit Holocaust-überlebenden Frauen gearbeitet hat und der herausgefunden hat, dass es im Grunde drei Gruppen gab, damals in Israel, er ist dann von den USA nach Israel gegangen, mit Holocaust-überlebenden Frauen gearbeitet, hat drei Gruppen unterschieden, welche die das Überleben nicht überlebt haben, welche die behütet leben mussten und welche die noch ein reiches und tiefes Leben hatten. Und die noch ein reiches und tiefes Leben hatten, die noch das Leben weitergegeben haben, nachdem sie Schlimmstes erfahren haben, die hat er beforscht und hat herausgefunden, dass diese Frauen über drei Fähigkeiten, Unterfähigkeiten verfügen. Und das hat er insgesamt als Kohärenzsinn beschrieben, Sense of Coherence oder Stimmigkeitssinn, also dass Menschen in der Lage sind, für sich Stimmigkeit zu erzeugen. Und diese drei Unterfähigkeiten, die hat er genannt, Vorhersagbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. Diese drei Unterfähigkeiten nennt er Kohärenzsinn. Und je mehr wir in der Lage sind, sozusagen aus den ganzen Informationsstrukturen um uns herum Stimmigkeit zu erzeugen, umso eher entwickeln wir so etwas wie Kohärenzsinn, Stimmigkeitssinn, und daraus hat sich dann dieses Thema Resilienz im Grunde entwickelt. Und meine Idee ist, dass die Neigung zur Polarisierung, die Neigung zur Denkvereinfachung eher etwas mit der Komplexität unserer Welt zu tun hat und dass diejenigen, die das betreiben, zumindest die allermeisten, vielleicht das gar nicht machen, weil sie bösen Willens sind, sondern weil es einfach ihre Art ist, für sich sozusagen das Überleben zu sichern. Das ist also die Idee dahinter, dass Denkvereinfachung, Polarisierung der maladaptive Versuch ist, so etwas wie Stimmigkeit zu erzeugen, um dadurch wieder so etwas wie Sicherheit und Geborgenheit und Halt zu erfahren. Das wäre die erste Hypothese. Die zweite, die ich habe, da würde ich Ihnen gerne von John Bowlby berichten, einem Bindungsforscher, der in den circa 1950, 54 angefangen hat, mit Bindung zu forschen. Spannend bei ihm ist, dass er selber letzten Endes aus einer Familie kam, in der er relativ wenig Bindung hatte. Der Vater war Chirurg, hat sich wenig um den Jungen gekümmert, die Mutter hat sich auch nicht wirklich gekümmert seinerzeit. Er hatte ein Kindermädchen bis zum dritten Lebensjahr und ging dann später in Internate, und dieser Mann hat sich mit dem Thema Bindung beschäftigt und hat das im Grunde für uns alle zugänglich gemacht und hat diese drei Hypothesen oder diese drei Thesen aufgestellt, die jetzt hier gerade an der Tafel zu sehen sind, an der Leinwand zu sehen sind, diese drei Thesen, die im Grunde bis heute Gültigkeit haben. Ja. Immer dann, wenn wir wenig Einfühlsamkeit hatten, wenig Bindung hatten, entsteht so etwas wie Furcht, und es entsteht mehr Furcht als bei Individuen, die einfühlsam behandelt worden sind. Und dieses Vertrauen in die Bindungsperson, die Verfügbarkeit, Vertrauen in Verfügbarkeit der Bindungsperson wird früh entwickelt. Er spricht von den Zeiten der Unreife, und damit meint er die frühe Kindheit, Kindheit und Jugend. Und sie ist beständig. Sie bleibt im Grunde das ganze Leben unverändert. Und der letzte Satz hier, die letzte These von ihm: die mannigfaltigen Erfahrungen in Bezug auf die Zugänglichkeit und die Reaktionsbereitschaft von Bindungsfiguren, die Individuen in den Jahren der Unreife entwickeln, sind ziemlich genau Reflexionen der Erfahrungen, die diese Personen tatsächlich gemacht haben. Also auch hier der Hinweis darauf, dass wir im späteren Leben im Grunde mit Sozialpartnern immer wieder dazu neigen, die ursprünglich gemachten Bindungserfahrungen zu wiederholen. Das hört sich jetzt erstmal an, als seien wir einmal geprägt, als sei das unabänderlich. Das sind auch Entwicklungen, die gar nicht mehr rückgängig zu machen sind, die trotzdem gut zu behandeln sind, und alle, die hier in diesem Raum versammelt sind und Psychotherapeuten sind und Psychotherapeuten werden wollen, werden wissen, dass der Bindungsstil veränderbar ist. Er hatte eine Kollegin, eine Mitarbeiterin, Mary Ainsworth, und die hat aus diesen Grundideen von John Bowlby diese vier verschiedenen Bindungstypen heraus synthetisiert: den sichergebundenen Typ,
den unsicher vermeidenden Typ, den unsicher ambivalent gebundenen Typ und den Typ, der desorganisiert gebunden ist. Und in einer unausgelesenen Gruppe in den 70er Jahren hat man damals in diesen Studien festgestellt, dass circa 2/3 der Menschheit einigermaßen gebunden ist und circa 1/3 zu diesen anderen 3 Bindungstypen gehört, unsicher gebunden oder unsicher ambivalent. Und auch hier im Grunde wie bei der Hypothese unter Punkt 2.3, würde ich gerne postulieren, dass letzten Endes das nicht ausreichende Erfülltsein, die nicht ausreichende Erfüllung von Basisbedürfnissen dazu führt, dass wir anfällig sind für Polarisierung und dass wir anfällig sind für Fake News, dass wir anfällig sind für Verschwörungstheorien. Denn das Bindungssystem ist das empirisch am allerbesten erforschteste System, das wir haben. Und es lässt sich herausfinden, dass circa 1/3 dieser Menschen quasi unsicher gebunden sind. Und wenn Sie sich überlegen, wie viele dann Verschwörungstheorien Glauben schenken, sind das auch ungefähr 1/3. Vielleicht gibt es da eine Korrelation, vielleicht nicht eine ganz direkte Übereinstimmung, aber eine Korrelation zwischen unsicher gebunden auf der einen Seite und denjenigen, die halt Verschwörungstheorien eher Glauben schenken. Crossman und Crossman, die auch sich mit dem Thema Bindung auseinandergesetzt haben, haben ein großes und gutes Buch dazu geschrieben, sagen im Grunde, dass die unsicher gebundenen dauerhaft ein aktiviertes Bindungssystem haben. Sie sagen, dass wir im Grunde nur 2 Systeme in unserem zentralen Nervensystem haben, ein Bindungssystem und ein Lernsystem. Und immer dann, wenn wir gut gebunden sind, können wir gut lernen. Also es bedeutet, dass wir das zum guten Lernen, zum wirklichen Verstehen, zu der Fähigkeit, Komplexes zu erfassen, immer auch ein konstruktiver psychosozialer Kontext gehört. Und manchmal denke ich, habe ich gedacht bei der Vorbereitung für diesen Vortrag, dass ich Eulen nach Athen trage. Jeder von Ihnen, der Kinder hat, weiß genau, dass gute Noten in der Schule weniger davon abhängen, ob Kinder jetzt für einen bestimmten Bereich talentiert sind, sondern es hängt davon ab, ob sie sich mit dem Lehrer gut verstehen, ob sie den Lehrer gut finden. Also es sind psychosoziale Grundlagen, die dazu führen, dass wir gerne und dass wir gut lernen. Und das kann man heute sogar bis auf eine neuroanatomische und neurophysiologische Ebene im Grunde nachweisen, ja, dass unser Kurzzeitgedächtnis, der Hippocampus, Teil des limbischen Systems, dass der gerne lernt. The Hippocampus runs on fun. Das hat Tobias Esch gesagt, ein Neuroforscher. The Hippocampus runs on fun. Wir lernen gerne, wenn wir Freude am Lernen haben, wenn wir uns psychosozial wohlbefinden, wenn unsere Amygdala, unsere Mantelkerne, die dem Hippocampus direkt unmittelbar vorgeschaltet sind, wenn die eben nicht aktiv sind, wenn wir nicht depressiv sind, können wir gut lernen und können das Gelernte gut verinnerlichen, an der Großhirnrinde anoxidieren lassen. Und es sind nun mal psychosoziale Bedingungen, die uns helfen, gut zu lernen. Richard David Precht soll gesagt haben, unsere Kinder sind alle hochbegabt, wir sind bloß nicht in der Lage, die Hochbegabung so zu fördern und so nach vorne zu bringen, dass sie tatsächlich sichtbar wird. Ja, und jetzt kommen wir quasi zur Überleitung zum dritten Teil. Jetzt habe ich es geschafft, an der richtigen Stelle Sie aufmerksam zu machen. Ich habe ja schon ein bisschen auf Klaus Grawe hingewiesen. Und das, was ich jetzt erzähle, soll das davor ein bisschen belegen. Es geht um diese 4 Basisbedürfnisse und unsere Fähigkeit, Basisbedürfnisse in unserem Leben umzusetzen. Und es sind diese Bedürfnisse nach Bindung, das wir schon hatten, das besterforschteste, aber auch das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle wird auch genannt, Bedürfnis nach Autonomie, Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden und Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Es kann durchaus sein, dass uns das sogar ein bisschen bewusst ist, aber was uns nicht bewusst ist, sind die Schemata und die Muster, die uns dazu verhelfen, diese Basisbedürfnisse tatsächlich zu erreichen. Und da gibt es entsprechend unserer früh gemachten Erfahrung im Leben sogenannte Annäherungsschemata und Vermeidungsschemata. Und ich habe ja eingeleitet meinen Vortrag mit diesem vielen Wohlwollen und der Wärme, die ich hier auf diesem Kongress wahrnehme, sind Annäherungsschemata. Und Vermeidungsschemata, das sind
diejenigen, die wir halt haben, womit wir uns im Grunde Menschen vom Leib halten. Dysfunktional, im Grunde kann man das sagen. Also alles, was wir an dysfunktionalem sozialen Verhalten haben, an Introversion, Rückzug oder vielleicht sogar an reizbarem oder aggressivem Verhalten, sind im Grunde Vermeidungsschemata, mit denen wir uns von der Umsetzung von Basisbedürfnissen abschneiden. Und über diese Schemata sind wir uns oft eben nicht bewusst. Und das ist Aufgabe der Therapie, dass wir lernen, genau diese Vermeidungsschemata in Annäherungsschemata zu verwandeln. Und ich glaube, bei allen Workshops, die jetzt morgen stattfinden, bei allen Workshops wird es um diese vier Basisbedürfnisse gehen. Und es wird es darum gehen, Vermeidungsschemata ins Leben zu bringen und Menschen zu helfen, ihre Bedürfnisse hilfreich umzusetzen. Und meine Hypothese, meine zentrale These ist, dass in dem Moment, wo Grundbedürfnisse ausreichend gut erfüllt sind, wir auf Denkvereinfachung verzichten können, wir auf Polarisierung verzichten können, wir das Recht des Andersdenkenden anerkennen können, wir andere Menschen nicht mehr als Bedrohung erleben, wir mit anderen Religionen gut zurechtkommen, mit anderen Kulturen gut zurechtkommen, damit gut zurechtkommen, wenn Menschen anders aussehen als wir, dass wir mit Krankheit viel besser zurechtkommen, wenn wir selber im Grunde gut emotional ernährt sind, wenn unsere vier Basisbedürfnisse gut umgesetzt sind. Ich schaue ganz kurz auf die Uhr. Okay. Ich schlage vor, damit wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit haben, uns mit dem dritten Punkt zu beschäftigen, dass ich da jetzt hingehe. Ansonsten ist das natürlich eine hochspannende Folie. Ich habe die aus dem schönen Buch von Klaus Grafe, 2004 ist das entschieden, Neuropsychotherapie. Es war auch gestern kurz die Rede schon von Veröffentlichung von Klaus Grafe. Genau, wir kommen hier zu Punkt 3. Mögliche Lösungen, die mit zunehmender Fähigkeit dazu helfen, dass wir auf Denkvereinfachung verzichten können. Ich habe einfach mal, wie ich schon sagte, vier rausgegriffen und es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Jede Begegnung hier auf dem Kongress, immer dann, wenn Sie jemand freundlich anspricht, immer dann geht es im Grunde schon darum, dass Basisbedürfnisse umgesetzt werden. Und ich wollte diese vier einfach auch mal wahllos vorstellen. Die spielen in meiner Arbeit, in meiner Klinik eine große Rolle. Und fang einfach mal an mit dem Zwei-Schritte-Programm der anonymen Gruppen, das ist Ihnen vielleicht bekannt, viele kennen die anonymen Alkoholiker, ein soziales und spirituelles Genesungsprogramm. Ich habe mit der nächsten Folie, die ist unfassbar textintensiv, die nächste Folie, und ich bitte Sie, bevor ich die jetzt anklicke, dass Sie mir verzeihen, dass ich Ihnen die zumute. Sie müssen die nicht lesen, aber Sie sollen es einfach einmal gesehen haben und ich werde so ein paar Aspekte mir da rausgreifen. Ich habe nämlich die Zwölf-Schritte-Genesungsprogramms der anonymen Gruppen einfach mal hier auf eine Folie gepackt. Gucken Sie sich das an. Und faszinierend, dass 1935, als dieses Programm von Betroffenen entwickelt wurde, dass seit 1935 Millionen und Millionen von Alkoholikern ein abstinentes Leben mit Hilfe dieses Genesungsprogramms gelernt haben. Und wenn Sie sich das Programm genau betrachten, geht es im Grunde um drei Beziehungen. Es geht um die Beziehung zu sich selbst, es geht um die Beziehung zum Nächsten und es geht um die Beziehung zu dem, was im Zwei-Schritte-Programm die höhere Macht genannt wird oder auch Gott genannt wird. Es geht in diesem ganzen Genesungsprogramm und anonyme Alkoholiker befinden sich dann zeitlebens auf diesem Genesungsweg. Es geht im Grunde um diese drei Beziehungen, die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zur höheren Macht. Und diese zwölf Schritte leiten die Betroffenen an. Das Zwölf-Schritte-Programm wird auch gelebt von den Co-Abhängigen, die Angehörigen von Alkoholikern, Al-Anon heißen die, EKS, Erwachsene, Kindersuchtkranke Eltern. Aber auch Emotions Anonymous, Menschen, die mit ihren Emotionen Probleme haben, Narcotics Anonymous, Overeaters Anonymous, O-A-N-A. Das heißt, das Zwölf-Schritte-Programm spielt in all diesen Selbsthilfegruppenbewegungen eine enorme Rolle. Und die ersten drei Schritte, wenn Sie sich das mal betrachten, da geht es darum, dass jemand anerkennt, dass er seinem Leiden gegenüber machtlos ist. Und dass, wenn er diesem Leiden gegenüber machtlos ist, es etwas geben muss, jenseits von ihm selbst, was ihm helfen kann,
unter Umständen helfen kann, dann doch seine Krankheit zu bewältigen. Die ersten drei Schritte werden auch Kapitulation oder Surrender genannt. Das heißt, anzuerkennen, Machtlosigkeit und dass es etwas geben muss außerhalb von sich selbst. Schritt 4 und 5, da geht es um die Beziehung zu sich selbst, anerkennen, wo man sich und anderen Unrecht getan hat und das Teilen, das aufrichtige, wahrheitsgemäße, authentische Teilen über das Unrecht, das man sich und anderen zugefügt hat, das mit einem anderen Menschen zu teilen. 6 und 7 geht es wieder darum, wieder um die Beziehung zur höheren Macht. 8 und 9 geht es wieder um die Beziehung zu seinem Nächsten, das, was wir im Unrecht getan haben, wieder in Ordnung zu bringen, es sei denn, dass daraus mehr Schaden entsteht. Punkt 10 und 11, Schritt 10 und 11, wieder die Beziehung zur höheren Macht und Schritt 12, das, was man gelernt hat, an andere weiterzugeben, um dadurch seine Abstinenz und seine Genesung zu sichern. Und ich hatte die Gelegenheit, Sie haben es vielleicht auch gelesen im Programmheft, dass ich über einige Jahre mit den anonymen Alkoholikern zusammengearbeitet habe, dass ich die unterstützen dürfte, und ich muss Ihnen sagen, dieses Programm funktioniert und es findet dort nichts anderes statt als das, was Klaus Grawe Konsistenz nennen würde, nämlich dass die vier Grundbedürfnisse auf einer Erfahrungsebene dort umgesetzt werden, sodass die Menschen in diesen Meetings, in diesen Selbsthilfegruppen im Grunde die Gemeinschaft finden, die ihnen hilft, positive Referenzerfahrungen zu machen und Grundbedürfnisse hilfreich umzusetzen, Konsistenz zu erreichen. Ja, gemeinsames Singen. Wir haben es ja hier auf dem Kongress auch schon mehrfach gehabt. Ich sage manchmal den provokativen Satz, wenn wir mehr Chöre hätten, bräuchten wir weniger psychosomatische Kliniken. Und es ist nicht, ich glaube, dass wir nicht abschätzen können, was diese Pandemie den Chören dieser Welt angetan hat. Und vielleicht wird es irgendwann mal Untersuchungen geben, größere Untersuchungen, also wie viele Menschen sozusagen dadurch, dass in ihrer Freizeit nicht mehr im Chor gesungen haben, unter Umständen krank geworden sind oder anfälliger geworden sind für Infektionen, vielleicht sogar für Corona. Und es gibt hilfreiche Studien, die das auch belegen, wie sehr unsere sozialen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten verbessert werden, dadurch, dass wir miteinander Musik machen. Und es gibt Bonusmaterial, allerdings, Rolf, musst du sagen, ob wir uns die Zeit dafür nehmen wollen. Wenn jetzt nicht die Pandemie wäre, würde ich jetzt mit Ihnen gemeinsam als gemeinsames Auditorium singen, um das auch erlebbar zu machen, um Konsistenz sozusagen erlebbar zu machen. Klaus Grawe angewandt auf einem Kongress, was halten Sie davon? Aber weil Corona ist, habe ich mir überlegt, Wir führen Ihnen das hier oben Hygiene- und Corona-konform vor und Sie können das quasi in vitro miterleben. Jetzt ist natürlich so, dass Sie sagen, Sie würden am liebsten selber mitsingen und da können Sie sehr frustriert sein, aber Sie können auch sagen, hey, ich lasse mich einfach mal drauf ein, die anderen singen mir was vor und wenn Corona vorbei ist, komme ich wieder und dann singen wir alle miteinander auch. Und du hast Leute, die jetzt mit mir singen, hast du gesagt. Du kommst mit anderen. Wärt ihr bereit zu kommen? Es kommen jetzt Stimmen hier hoch. Das Ladies-Mikrofon. Hallo. Nein, wir haben das Men's-Mikrofon. Wir lernen also jetzt etwas, was wir noch nicht können. Genau. Also, die vier sind jetzt quasi Sie alle, ja? Und die machen das stellvertretend für Sie alle. Ich kann es zwar nicht sehen, aber ich versuche mal. Ich lege meine Hand in deine Hand. Mal zusammen. Ich lege meine Hand in deine Hand. Die machen das schön, gell? Die stehen da auch super, wie eine Eins stehen die da. He? Ich lege meine Hand in deine Hand. Gemeinsam schaffen wir, gemeinsam schaffen wir. Super, super.
super, super. Beide Teile zusammen. Ich lege meine Hand in deine Hand, gemeinsam schaffen wir es. Ich lege meine Hand in deine Hand. Ich habe das den Howard Carpendale-Sprung genannt, weil das jetzt so ein bisschen romantisch wird, ja? Ich lege meine Hand in deine Hand. Die können das, Howard Carpendale. In deine Hand. Super, und die machen auch das Gesicht dazu. Können wir gucken. Alle drei Teile zusammen. Ich lege meine Hand in deine Hand. Gemeinsam schaffen wir. Sie singen auch mit. Ich habe es genau gehört. Das dürfen Sie nicht wegen Corona. Okay, der letzte Teil. Gemeinsam schaffen wir's. Gemeinsam schaffen wir's. Gemeinsam schaffen wir's. Gemeinsam schaffen wir's. Super, der letzte Teil. Gemeinsam schaffen wir's, gemeinsam schaffen wir's. Ich lege meine Hand in deine Hand, gemeinsam schaffen wir's. Ich lege meine Hand in deine Hand, gemeinsam schaffen wir's, gemeinsam schaffen wir's. Ihr seid noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Ach so. Geht noch weiter. Sollen die noch eins singen? Die sollen noch eins singen, oder? Wollen wir demokratisch? Wer ist dafür, dass sie noch eins singen? Das ist Konsistenz. Okay. Das ist so ein Dankbarkeitslied. Wo Dankbarkeit ist, gibt es keine Depression. Ich möchte einfach Danke sagen und die ganze Welt umarmen. Ich bin ganz geborgen, vielen Dank. Ich möchte einfach Danke sagen und die ganze Welt umarmen. Ich bin neugeboren, vielen Dank.
So. Jetzt sage ich vielen Dank. Es hätte noch ein drittes gegeben. Aber wir haben eigentlich noch viel vor und nicht mehr so viel Zeit. Haben Sie es gespürt, Konsistenz? Also Klaus Grabe sagt, wir haben, also unser Organismus strebt Zustände von Konsistenz an und vermeidet Zustände von Inkonsistenz. Und Konsistenz bedeutet, dass wir unsere Basisbedürfnisse gut umsetzen. Und wenn es eine möglichst große Übereinstimmung gibt zwischen dem, was wir brauchen und dem, was wir kriegen, dann nennt er das Kongruenz. Und jetzt habe ich Ihnen ein bisschen was erzählt, wie das für Schritteprogramm, das war natürlich in einem ungeheuer, einfach eine ungeheuer schnelle Art, das Schritteprogramm, sind viele, viele Bücher dazu geschrieben worden und es ist hochspannend, sich damit auseinanderzusetzen und mit dem Thema Singen und Musik in der Klinik, aber auch überhaupt in der Psychotherapie bei Ihnen in den Gemeinden, damit wird auch sowas erzeugt, das, was ich Konsistenz nenne, und ich glaube, Menschen werden klüger und intelligenter, nachsichtiger mit sich und anderen, wenn sie Musik machen und vor allem, wenn sie Musik machen, wie wir es gerade miteinander gemacht haben, und glauben Sie nicht, dass mir verborgen geblieben ist, dass Sie nicht doch auch fast alle heimlich mitgesungen haben. So, jetzt würde ich so gerne die nächste Folie haben. Hier ist das nochmal von Gerald Hüther, einem Neurobiologen, auch ein bisschen aufgelistet. Alle meine Folien können Sie gerne bekommen und ich habe auch den Vortrag mal in Prosa niedergeschrieben auf 14 Seiten und den können Sie auch gerne bekommen, wenn Sie mögen. Gut, jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptteil des Vortrages. Das war alles Einleitung bis jetzt. Aber ich werde mich sputen müssen. Das war das Training, mit dem ich bei dir, Rolf, in der Klinik war im Jahr 2016. Das Training Emotionale Kompetenz, entwickelt von einem Menschen namens Claude Steiner, der mit Eric Byrne zusammen die Transaktionsanalyse in den 70er Jahren, 60er Jahren entwickelt hat, dem die Emotionen zu kurz kamen und der im Grunde salutogenetisch wie Aaron Antonowski geschaut hat, was machen Menschen richtig, die gut in Bindung und Beziehung sind, die das hilfreich für sich gut gestalten können. Und er hat im Wesentlichen drei Fähigkeiten ausgemacht und diese drei Fähigkeiten werden in diesem Training auf einer Erfahrungsebene gelehrt. Die erste Fähigkeit nennt er das Herz öffnen. Wir üben tatsächlich, miteinander wertschätzend zu sein. Das ist was, muss ich vielleicht sagen, kann das gehen? Kann man das richtig üben, miteinander wohlwollend und wertschätzend umzugehen? Ja, kann man üben und ich praktiziere das jetzt seit über 20 Jahren. In der ersten Fähigkeit verstoßen wir gegen unsere Vermeidungsschemata. Claude Steiner hat 5 Vermeidungsschemata ausgemacht. Die gehen so: Gib keine Anerkennung, nimm keine Anerkennung an, frag nicht danach, wenn du es brauchst, gib dir selbst keine und lehn keine Anerkennung ab, die dich kränkt. Und was wir in dieser ersten Fähigkeit machen, ist, dass wir gegen diese 5 Regeln verstoßen. Das heißt, wir geben Anerkennung, wir nehmen sie an, wir fragen danach, geben uns selbst welche und lehnen diejenigen ab, die uns nicht gut tun. Und das ist was sehr, sehr Berührendes. Das machen wir alles unter der Überschrift des sogenannten kooperativen Vertrages und der sieht vor, keine Machtspiele und Lügen und Rettungen wären Machtspiele. In dem Training dosiert jeder, der teilnimmt, selber, wie stark und wie intensiv er daran teilnimmt. Und diese erste Fähigkeit ist das ungeheuer Berührende. Menschen werden dabei sehr stark emotional berührt, inspiriert und bewegt, kommen also in einen Zustand, wir nennen es positiv emotional korrigierende Erfahrung, in einem Zustand, der zumindest ein Stück weit in der Lage ist, alte, ungünstige Muster und Schemata ein wenig in den Hintergrund zu bringen und neue, hilfreiche Schemata zu etablieren. Die nächste Fähigkeit, die in dem Training geübt wird, nennt Claude Steiner die emotionale Landkarte erkunden. Hier geht es darum, Gefühle zu identifizieren, Gefühle voneinander zu unterscheiden, Gefühle miteinander zu teilen. Und da geht es nicht nur um die Gefühle von, ähm,
von Nähe und von Zufriedenheit. Natürlich geht es um die auch, aber es geht auch um die anderen Gefühle, die wir auch haben, wie Angst zum Beispiel, Schmerz, Traurigkeit, Neid. Auch darum geht es in diesem Training und auch um Fantasien. Also die zweite Fähigkeit, die emotionale Landkarte, geht es um Emotionen. Und in der dritten Fähigkeit, da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, so hat Claude Steiner diese Fähigkeit genannt, Verantwortung übernehmen. Die Fähigkeit, uns zu entschuldigen, wenn wir Unrecht getan haben, die Fähigkeit auch, Entschuldigung anzunehmen, unter Umständen, wenn wir starke Kränkungen gesetzt oder erlebt haben, auch die Bitte um Vergebung, die Gewährung von Vergebung. Und jetzt werden Sie sagen, das habe ich alles schon immer gewusst, dass es gut ist, miteinander wertschätzend zu sein, über Gefühle zu sprechen und uns zu entschuldigen, wenn wir Unrecht getan haben. Und Claude Steiner selber sagt, das alter Wein in neuen Schläuchen, bloß in diesem Training wird das so miteinander geübt, dass es wirklich erfahren und erlebt wird. Findet im Grunde eine Art Entschleunigung statt. Das heißt, wir empfinden das, was wir tun miteinander, also das Gegenteil von Polarisierung. Es geht darum, einen sehr, sehr authentischen, aufrichtigen und ehrlichen Umgang miteinander, der aus meiner Sicht, wie ich schon sagte, vielfältig emotional korrigierende Erfahrungen hervorbringen kann. Ich wollte Ihnen das Training auch noch ein bisschen nahe bringen und ich habe im Jahr 2001 einen Fotowettbewerb gefunden von GEO, der heißt MILK, Moments of Intimacy, Laughter and Kindship. Und die Bilder, die dort veröffentlicht wurden, die geben für mich auch ein bisschen auf, nur vom Sehen her, im Grunde auch auf einer Erfahrungsebene, schon etwas wieder von dem, was emotionale Kompetenz möchte. Hier haben wir, glaube ich, das erste Bild. So sieht das aus, wenn man miteinander emotional kompetent umgeht. Und wenn man sie fotografiert hätte, vorhin als wir gesungen haben, hätten wir genau die gleiche Atmosphäre in den Bildern erzeugt, vorgefunden. Genau, ich möchte das einfach mit Ihnen teilen. Das ist sozusagen der zweite kleine Bonus, den wir haben, wo wir auch so ein bisschen was von dieser konsistenzverursachenden Methode auch hier miteinander teilen wollen. Erstaunlich bei diesen Bildern ist, sie sind übrigens frei zugänglich, jetzt wenn jetzt jemand wegen GEWA oder so Druck hat, meistens junge Leute mit Kindern oder alte Leute, und was man kaum Bilder findet, ist die Arbeitswelt. Ist das nicht erstaunlich, so als hätten wir in der Arbeitswelt nicht die gleichen Basisbedürfnisse, Leute, die sagen, dass sie ihre Grundbedürfnisse am Werkstor abgeben und danach wieder einsammeln, ist nicht so. Die Haare wachsen auch auf der Arbeit und wir haben auf der Arbeit auch diese Basisbedürfnisse. Okay. Gut. Und zum Schluss, im Grunde, in den letzten Jahren haben diese achtsamkeitsbasierten Meditationsformen immer mehr Einzug in die Kliniken gefunden und in die Psychotherapie gefunden. Und Achtsamkeit als bewusstes Beobachten des eigenen Körpers und als bewusstes Beobachten seines Atems, um dadurch seine Gedanken zumindest für ganz, ganz kleine Zeitsegmente mal seine Gedanken zu stoppen, aus Bewertungsmaschinerie auszusteigen, ist schon eine ungeheuer bewährte Methode, egal, würde ich heute sagen, welche Erkrankung vorliegt. Und diese finde ich eine ganz besonders schöne, weil sie auch, so meine ich, die vier Grundbedürfnisse berücksichtigt. Und zwar quasi in der Übung mit sich selbst. Ja. Und im Grunde möchte ich damit auch schließen und Ihnen das auch für den Kongress wünschen, diese Achtsamkeitsmeditation spricht man zu sich, zu anderen und vor allem auch zu denen, die man nicht gut leiden kann. Aber gut wäre es denen nicht zu sagen, ich habe heute Metta-Meditation für dich gemacht. Und man hat herausgefunden, dass jemand, der das hilfreich praktiziert, tatsächlich sich verbessert. Und zwar auch in seinem Sozialverhalten, in seiner Wahrnehmung von sich selbst, in seiner Wahrnehmung von den anderen, in seinen neuronalen Netzwerken werden positive Emotionen, Sinn erleben, weniger körperliche Beschwerden. Es gibt sogar eine Studie, die man mit 18 Psychotikern, Menschen, mit denen an Psychose erkrankt sind, chronisch schizophrenen Patienten gemacht hat, die sich unter regelmäßiger Übung dieser Achtsamkeitsmeditation, Metta, Mitgefühlsmeditation, enorm verbessert haben.
Und ich glaube, dass das auch was mit den vier Grundbedürfnissen zu tun hat und dass uns das hilft, auf Denkvereinfachung zu verzichten. Und vielleicht soll dieser Herr jetzt den Vortrag dann schließlich mit 6 Minuten Verspätung oder Überziehung beenden. Das ist Philip Pozzo di Borgo, vielleicht kennen Sie den aus dem Film Ziemlich beste Freunde. Ich habe so eine innere Statistik und vor Corona bin ich durch die Lande gezogen mit meinen verschiedenen Themen und frage immer, wer den Film kennt. Und ich wollte einfach fragen, wer kennt den Film Ziemlich beste Freunde hier aus der... Okay, also ich sage, das sind 97,258%. Und hat schöne Bücher geschrieben und hat diese Dinge in einem Interview, Zeitinterview, in einem Buch Ziemlich verletzlich, ziemlich stark heißt das Buch, hat ein Interview gegeben und ich habe einfach so 2, 3 kleine Antworten von ihm herausgefiltert, die im Grunde das zusammenfassen, was ich mit Ihnen heute teilen wollte. Es gibt nichts Elementares als ein menschliches Gegenüber. Das Glück besteht im Austausch mit anderen Menschen. Und er sitzt hier in aller Hilflosigkeit und braucht Unterstützung und kann dafür etwas zurückgeben, vielleicht etwas Sinn, eine Öffnung für etwas Neues. Und vielleicht so als letzten Satz, dass wir auch in Freundlichkeit voneinander abhängig sein können und nicht nur gewaltsam. Ja, lieber Matthias, ganz herzlichen Dank. Der Applaus spricht für sich. Du hast es auch verstanden, uns nicht nur inhaltlich zu fesseln, sondern durch dieses interaktive Gemeinschaftselement, die postprandiale Müdigkeit, die da irgendwo wieder die Vigilanz zu steigern, die Aufmerksamkeit. Und hast einen breiten Bogen gespannt und ich freue mich, dass doch einiges an Fragen auch aufgekommen ist. Dass wir so beides drin haben, etwas, was mitschwingt in uns, aber natürlich auch etwas, was Fragen aufwirft. Und das gehört ja auch mit rein, auch in den Duktus dessen, was du gesagt hast, auch in sowohl über Populismus als auch über Pluralität. Es soll ja an den Ecken auch anecken, es soll Konflikthaftes auch hervorbringen, es sollen verschiedene Fragen kommen und so haben wir durchaus auch unterschiedliche Fragen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wieso sind auch hochgebildete Menschen Mitglieder von Verschwörungstheorie oder erzeugen diese sogar? Also Bildung schützt nicht davor. Ja. Und mit Intellektualität und Bildung versuchen wir uns ja auch oft zu verstecken und versuchen das, worum es wirklich geht, auszuklammern. Und die Frage würde ich gerne so beantworten, wir kommen mit noch so viel Bildung nicht drum herum, diese 4 Grundbedürfnisse von Klaus Grawe umzusetzen. Also er berichtet ja und beschreibt in seinem Buch, dass wir neuronale Netzwerke haben und dass wir genetisch dazu veranlagt sind, es sogar neuroanatomische Strukturen gibt, die mit der Umsetzung von den 4 Basisbedürfnissen verbunden sind und wir können uns noch so verstecken davor, egal, alles was Hopsa Mensch ist, muss diese 4 Grundbedürfnisse umsetzen und wer es nicht tut und wer das mit Bildung kompensiert, ist trotzdem genauso anfällig für diese Verschwörungstheorien, weil er emotional auf der Strecke bleibt, weil er in einem Zustand von Inkonsistenz ist. Zustände von Inkonsistenz prädestinieren zur Polarisierung. Das wäre eine Antwortversuch. Ja, danke. Ja, nächste Frage. Halten Sie es für plausibel, dass sich im Nachhinein auch mal eine von einer großen Mehrheit als Verschwörungstheorie angesehene Theorie als die reine Wahrheit entpuppen könnte? Kann es sein, dass gewisse Theorien zu schnell, ohne genügend Recherche, als Verschwörungstheorien abgestempelt werden? Ich würde es abwarten, bis es soweit ist. Ich höre das so,
dass es die Möglichkeit offen lässt, weil wir es alle nicht wissen. Und ich glaube, das gehört auch dazu, das zu ertragen, es eben nicht zu wissen. Unsicherheit zu ertragen, ist immer wieder bei der Bindung, aber ich bin nicht Ergänzungsredner, sondern ich trage die Fragen vor. Wie hilft man einem Menschen zu erkennen, dass er einer Verschwörungstheorie aufgesessen ist? Zum Beispiel, durch die Impfung werden alle Menschen mit Nanochips infiziert. Ich würde mit ihm tatsächlich schauen, was fehlt. Also ich würde mit so jemand wirklich gucken, es gibt diesen sogenannten dysfunktionalen Interaktionszirkel, ich würde mit diesem Menschen auf einer kognitiven Ebene erarbeiten, was in seinem Leben fehlt. Ich würde mir das erstmal erklären, also was diese Grundbedürfnisse sind und was er sich sozusagen vorenthält. Und ich glaube nicht, dass wir mit Vernunftargumenten landen können. Aber ich glaube, dass wir mit Zuwendung landen können bei solchen Leuten. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, dann sind wir nämlich durch. Wie kann ein Mensch wie Trump so viel Macht bekommen, politisch sich so durchzusetzen, ein riesiges Wirtschaftssystem leiten, wenn er doch so einfach gestrickt ist? Meine Antworten sind heute sehr knapp. Normal mache ich mehr Worte. Aber ich sage einfach, Unverschämtheit siegt. Ja? Frechheit siegt. Ich finde einfach, dass er so grandios unverschämt und frech ist. Und vielleicht gibt es dahinter auch eine Bauernschleue. Ich will es nicht. Er hat so viel in den Sand gesetzt, so viele Firmen auch zur Pleite gebracht. Rückt seine Steuerunterlagen nicht raus. Ich glaube einfach, dass Frechheit siegt. Oder dieser Dunning-Kruger-Effekt, den ich Ihnen heute hier vorgestellt habe. Also kraftvolle Behauptung bei vollständiger Ahnungslosigkeit, das ist schon etwas, was verblüfft. Und das ist auch etwas, und also ich hab solche Leute in meinem Umfeld und dagegen ist erstmal kein Gras gewachsen. Ich könnte jetzt noch Sachen dazu sagen, aber das sage ich lieber nicht. Er ist ja jemand, der Leute auch auf eine Art bindet. Und wenn er jetzt durch die Südstaaten tingelt und weiterhin seine Lügen verbreitet, ich denke, da passt Schlüssel ins Schloss, also das passt zusammen. Die Menschen, die ihn gut finden, die leiden unter der gleichen Problematik wie er selber. Und deswegen animieren die sich gegenseitig in Dysfunktionalität. Vielleicht kann man das so sagen, also immer dann, wenn wir Basisbedürfnisse an einer Stelle versuchen umzusetzen, wo das nicht wirklich gelingt, also zum Beispiel im Rahmen von Sucht oder im Rahmen von Geld verdienen oder im Rahmen von im Rampenlicht stehen oder Macht haben, werden wir maßlos. Also Trump und seine Kombattanten werden so maßlos in allem, weil ihr neuronaler Organismus so frustran und aussichtslos an der falschen Stelle nach der Umsetzung von diesen Basisbedürfnissen sucht. Und je aussichtsloser, desto maßloser werden wir an der Stelle. Ich erzähle manchmal gerne, da habe ich die 10 Sekunden noch, eine ganz kurze Story. Genau, und dann mache ich Abschluss. Ganz kleine Geschichte von Paul Watzlawick. Mit jemand, der seinen Schlüssel verloren hat und den unter einer erleuchteten Straßenlaterne sucht und nicht finden kann. Ein Helfer kommt, kann ihn auch nicht finden. Der Helfer fragt, ja, wo hast du denn verloren? Und der den verloren hat, sagt, da drüben und deutet auf die andere Straßenseite, weit weg unter einer Laterne, die nicht erleuchtet ist. Und der Helfer fragt, warum suchst du hier? Antwort, weil hier das Licht ist. Also auf die Frage zurückzukommen, dieses maßlose Suchen und auch unter Umständen im dysfunktionalen Sinne, im destruktiven Sinne auch in Anführungsstrichen Erfolg haben, ist für mich ein Ausdruck dessen, wie sehr Basisbedürfnisse eben nicht gut umgesetzt werden. Und da findet er einfach in einer aus den Fugen geratenen Welt immer mehr Menschen, die ähnlich ticken wie er, die ähnlich psychosozial verwahrlost sind. Ich denke, das ist ein Ausdruck von psychosozialer Verwahrlosung, sich auf diesen Menschen einzulassen, seinen Aussagen Glauben zu schenken,
da immer wieder sich zu mobilisieren, zu diesen Veranstaltungen zu kommen, für mich ist ein Ausdruck von emotionaler, sozialer Verwahrlosung, ein Ausdruck davon, wie wenig es diesen Menschen gelingt, Konsistenz zu erzeugen, die vier Grundbedürfnisse gut umzusetzen. Und das würde für mich seinen Erfolg auch erklären, ein Antwortversuch.